Herr Kulturgemeinderat, heute haben wir im Abo das erste Theaterstück. Was werden wir heute Abend zu sehen bekommen? Ja, den Mann im Blumentopf. Ja. Es wird ein heiteres, amüsantes Stück werden. Natürlich auch wie jedes andere Theaterstück hat es einen ernsten Hintergrund. Es handelt um einen schüchternen jungen Mann und um einige, wie soll man sagen, Verwechslungen kann man nicht sagen, aber Ungeschicklichkeiten. Und ich bin also wirklich gespannt, wie das heute ausgeht. Und den Autor dieses Stückes und den Schauspieler, den habe ich jetzt vor der Kamera. Wir sind neugierig. Um was geht es denn in dem Stück heute? In diesem Stück geht es um eine Mischung zwischen, eine Genmanipulation, eine Mischung zwischen Mensch und einer Blume. Und dass diese Mischung Mensch-Blume wurde in einem Institut hergestellt, sollte eigentlich nur ein Versuch sein, aber es ist ein junger Mann daraus entstanden, der lebt, der liebt und leben möchte, und aber auch nicht leben darf. Und so lässt ihm sein Erschaffer, der Dr. Almer, Professor Almer, frei, und er läuft hinaus, weil er einmal den Regen, das sind die Gene der Blume, spüren möchte und einmal eine Frau kennenlernen möchte. Und er begegnet, er sitzt in der Wiese, es regnet, er fühlt sich wohl, und eine Mit-40erin, End-40erin sieht ihn im Regen sitzen und nimmt ihn guten Herzens mit nach Haus. Und er begegnet zum ersten Mal dem Wesen einer Frau. Er kennt nicht die Klischees, wie hat eine Frau auszusehen, wie sie den jungen Menschen heute vorgegeben wird, sondern es ist eine ganz einfache Frau, und er spürt ihre Liebe, er spürt die Herzlichkeit dieser Frau und verliebt sich sofort in dieses Wesen der Frau. Sie ist ganz verblüfft, was da los ist, denkt an einen Scherz, und aber so entsteht langsam eine Liebesgeschichte zwischen den beiden, die nie sein darf. Wie viele Zuschauer erwarten wir uns? Ja, wir werden heute wieder volles Haus mit 350 Abonnenten haben. Ist natürlich schön, wenn man auf so eine gewaltige Zahl zurückgreifen kann. Und das in Corona-Zeiten? Das in Corona-Zeiten natürlich. Wir beachten alle Corona-Regeln. Wir haben die 3G-Regel. Bei uns wird jeder geprüft, ohne geimpft, getestet oder genesen, kommt niemand herein. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass wir dann ohne Mund-Nasen-Schutz oder Maske sitzen können. Und natürlich auch dadurch, dass es sich um lauter Abonnenten handelt, sind die Personen ja schon von Haus aus registriert. In einer halben Stunde ist der vorbei.
Wahl. Und dann können Sie, ich meine, wie Sie wollen. Was machen Sie? Humphrey! Das ist nett von Ihnen. Ich möchte Danke sagen. Ach, was? So kann man Sie draußen doch nicht stehen lassen. Das erlaubt einem das Gewissen nicht. Dazu ist man ja viel zu sehr Mensch, wenn Sie verstehen, was ich meine. Habe ich jetzt viel zu sehr Mensch gesagt? Entsetzlich. Vergessen wir das, ja? Kommen Sie bitte. Ich weiß nicht, ob das so ist. Glauben Sie mir, ich auch nicht. Ich liebe Menschen. Ja? Und ich. Ich glaube, ich gehe jetzt wieder. Trotzdem. Danke. Vielen Dank. Wie Sie wollen. Das war ein Angebot. Ja, und ein sehr, sehr großzügiges. Danke. Also dann viel Spaß. Spaß? Im Reden. Ja, danke. Joanna. Finden Sie? Ja. Sie mögen Joanna. Hallo, Joanna. Oh, oh nein, bitte. Oh, aus, aus, Evelyn. Was mache ich jetzt? Verzeihung. Oh, ist passiert? Das mein Name ist Humphrey. Das sag ich schon, nicht wahr? Mein Bademantel. Granitfarben. Ja. Grünen Fugen. Nett. Nett. Das ist Ihnen aufgefallen. Er ist zu kurz und zu eng. Da schaue ich erst gar nicht hin. Warten Sie, warten Sie. Ich hole Ihnen etwas vor meinem Mann. Ach, Hetzmann. Sie brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Er schafft es heute ganz sicher nicht mehr, weil er... Tot ist. Tot? Unfall. Unfall? Oh Gott, der Ärmste. Humphrey, sagten Sie. Nie gehört. Was bedeutet Humphrey? Hume kommt von Human. Bärle heißt Bäre. Bäre, ah, allerhand. Wieso gerade Bäre? Halb Mensch, halb Bäre. Halb Mensch, halb... Finde ich spritzig. Spritzig? Durchaus. Andere junge Männer lassen sich da die größten Sensationen einfallen. XL Turbochecker steht unten auf einem Motorrad. Da klingt Humphrey schon fast bescheiden. Aber ich habe auch noch aufregendere Sensationen. Größer. Ja. Sogar exotische. Dionea muscipula. Muscipula? Wirklich aufregend? Die fleischfressende Pflanze. Tatsächlich. Und alles in mir, in meinen Genen. Bitte? Aber nicht nur. So würde das überhaupt nicht funktionieren, hat Alma immer gesagt. Alma? Der Mann, der mich gemacht hat. Und der hat es also gesagt? Ein Genie, nicht wahr? Weil er sie gemacht hat. Eine Koryphäe, sagen alle. Ja, oh ja, da schließe ich mich durchaus an. Man kann Ihnen gratulieren, alle Achtung. Sie sind doch, doch äußerst gelungen. Danke. Wenn ich nur wüsste, was ist los mit dir? Soll ich wieder gehen? Nein, nein, Junui, es regnet. Es ist nicht gesund, im Regen zu sitzen. Für niemanden, auch nicht für dich. Nicht einmal die Fliegen wollen hinaus, selbst auf die Gefahr, dass sie hier aufgegessen werden. Und jetzt, wo ich sehe, wie verloren du bist, vielleicht ist das alles Taktik und du willst, aber nein, irgendetwas in mir vertraut dir. So dumm bin ich, nicht wahr? Joanna? Joanna, hilf ab, bitte! Ich flehe dich an! Diese Frau macht mich wahnsinnig! Gut, Johanna, schalt das Radio ein, schau hinunter auf die Straße. Siehst du Polizei? Überall! Und das wird immer mehr! Du hast keine Ahnung, was hier los ist! Hast du etwas getan? Warum suchen sie dich? Joanna! Nein, 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 ich weiß nicht einzuschätzen. Schön war ich nicht einmal mit 17 und da sind sie alle schön. Warum suchen sie dich? Du bist so durch und durch wahr. Ja, das bist du. Und du bist echt. Echt? Du bist echt. Stimmt. Und du kannst mit ihnen sprechen? Sie zwinkern mir zu, aber sie sehen.
Fläche, waschen sich und sind nackt. Nun ja, wenn Sie sich wagen. Sie sind nackt. Alle. Nackt. Und lächeln geheimnisvoll. Frauen lieben es, sich zu waschen. Das große Geheimnis der Frauen ist, dass sie sich gerne waschen und dabei lächeln. Du hast uns Frauen ja völlig durchschaut. Das ist wichtig. Gut, dass Sie da sind. Wir sind in Gefahr.
gekreuzigte Frauen. Das musst du lesen, da hältst du ab, da erfährst du Dinge, die machen dich einen halben Meter über den Boden schweben. Ach, ich dachte, ich soll dieses Buch lesen. Beide. Ihr beide. Das hat euch verdient, so viel Spaß und so viele Gefühle. Bitte. Also, ab ins Schlafzimmer. Und was kann man da noch Besseres wünschen als wunderbare Schreiben? Und nicht vergessen, einen halben Meter über den Boden. Ich verlasse mich drauf. Ein Finger. Oh, tatsächlich. Nicht berühren. Kind, ich bitte dich. Nicht anfassen. Es ist ein Finger, mein Gott. Tut den weg, ich halte das nicht aus. Wir müssen uns zusammenreißen, alle. Mir wird übel, das ist abartig. Die Epidermis ist auffällig blass, glatt und wechselnd, partiell durchschimmernd, fast möchte man sagen, grün. Danke, reicht. So genau wollte ich das gar nicht wissen. Verzeiht, ich brauche frische Luft, ich ersticke. Was machst du? Alles dreht sich. Du bleibst sitzen. Lob, die Straße ist voller Polizei. Mir ist lieber, du sitzt hier bei uns am Tisch. Luft! Du hast eine derart unauffällige Art, dich zu strecken. Ja, wie strecke ich mich? Exaltiert, aufdringlich. Vulgär. Streck dich hier bei uns. Hier kannst du dich spreizen, wie du willst. Erst gib dieses Ding weg. Und wo sollen wir es hin tun? Ins Klo. Den Finger? Warum nicht? Wer wirft einen Finger ins Klo? Vielleicht derjenige, der einen Blumentopf hat? Ausgeschlossen, haben wir uns verstanden. Johanna, da trifft einen der Schlag. Verzeihung, gut. Durchatmen alle, ich auch. Themenwechsel. Ich habe Angst vor diesem Monster. Da meine ich nicht diesen dünnen Treckhaus-Tarzan, da meine ich sie. Die Handkante hat gewirkt. Bitte? Du bewegst dich. Ich? Was soll ich sagen? Handkante? Mutter, woher kannst du das? Ich habe mal ostmalaysische Kampfmedizin trainiert. Ostmalaysische Kampfmedizin? Entweder du heilst oder... Oder? Die Schmerzen sind dann vorbei. Und es gibt keine ostmalaysische Kampfmedizin. Nein? Na siehst du, darum habe ich auch nach 2 Tagen wieder aufgehört. Eine Stunde! Wir haben eine Stunde gesagt! Jumari! Jumari! Lassen Sie uns bitte! Bitte! Das ist Alma. Oh! Der Herr Professor! Oh. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, es tut mir so leid. Es muss mir nicht leid tun. Guten Abend. Verzeihung, die Schuhe. Pardon, natürlich. Du hast mich sehr glücklich gemacht. Ich verspreche, ich werde kämpfen. Es wird alles gut. Es ist alles gut, wirklich. Junge. Ich habe den Regen gespürt, den Wind auf meiner Haut. Ich habe eine wunderbare Frau kennengelernt. Du hast das Recht zu leben. Du bist ein Mensch. Ich werde nie so sein wie ihr. Ich werde nie Mensch sein. Junge, du bist ein wunderbarer Mensch. Das ist Joanne. Freut mich. Herr Professor, man wird Humbery nichts tun, ja? Versprechen Sie uns das. Man wird ihm nichts tun. Alma, mir ist nicht gut. Es ist jetzt Zeit. Humbery, wir wollen kämpfen, Humbery. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Ich habe keine Angst. Aber ich habe Angst. Ich habe große Angst. Johanna, wenn ich einen kleinen Sohn hätte, der so ist, wie ich war,
Man müsste ihn an die trockene Luft gewöhnen, verstehst du? Auch gegen seinen Willen, sonst könnte er nicht überleben. Mein kleiner Sohn würde sich anfangs wehren. Man müsste ihn zwingen, sich anzupassen. Und dann könnte er sich entwickeln und weiterleben. Für mich... Herr Professor, ich lasse das nicht man zu. Man ist nicht mehr als ein Mensch. Ein Blatt, eine Funktion. Meine Aufgabe war, ich war ein Versuch. Joanna, ich danke dir, dass ich dennoch eine Frau wie dich erleben kann. Verzeih mir, es nicht gut. Aber wir können doch nicht. Was hast du da? Glyphosat? Unkrautvertilgungsmittel? Woher hast du das? Badezimmer. Unten im Schrank rechts. Evelyn. Ich. Die Duschtasse ist übergelaufen, fast verstopft. Ja, wahrscheinlich vom vielen Beregnen. Ich wollte einen Rohrreiniger und da ist dieses Ding auf einmal herausgekullert. Aus dem Schrank unten rechts, sagte ich ja schon. Man denkt sich ja nichts. Ich hab's aufs Waschbecken und da ist er schon wieder herein. Nicht meine Schuld. Ich bin ihm ausgewichen, sonst hätte ich es selbstverständlich. Aber bitte jetzt, äußerst wichtig an alle, das sollte nicht mehr verwendet werden. Das Ablaufdatum ist seit 7 Jahren. 7 Jahre? So lange hast du schon keinen Garten mehr? Erschreckend, wie die Zeit vergeht. Ist aber im Augenblick jetzt nicht so ganz vorrangig. Danke, Evelyn. Vielen Dank, Evelyn. Eigentlich hast du gerade die Welt gerettet. Bravo. Großartige Evelyn. Du bist eine Heldin. Jumarin war ein Blumenkind. Diese kleine Satanskralle ist eine ganz neue Generation. Siehst du, wie zornig diese kleine Faust ist? Zornig? Sie ist entzückend. Diese winzigen Finger, die sich da auf der Spitze gebildet haben. Mutter, verzeih, das kam über mich. Aber der Kleine hat den Charme von Humory. Er versteht es jetzt schon, uns Frauen um die Finger zu wickeln. Um diese winzigen Finger? Was bildest du dir ein, du kleiner, selbstverliebter Charmeur? Schau, er winkt. Er hat mich erkannt. Was erkannt? Das heißt ja deutlich, hey Alter, sprüh doch noch mal drüber. Du und dein großes Geheimnis, ihr sollt eure Chance haben. Ja, das sollen wir. Und deshalb tust du den jetzt wieder weg? Keine Feuchtigkeit, haben wir uns verstanden. Keine Feuchtigkeit. Du lieber Himmel, man kann es doch übertreiben. Wasser ist Leben. Ohne mich wären deine Topfpflanzen längst eingegangen. Und deine Keimlinge in den Blumenkästen, die waren auch schon mehr als hinüber. Keimlinge? Keine Ahnung, was das werden soll. Sonderbare Gewächse. Gewächse? Kuckuck. Mutter, das sind keine Gewächse. Mutter, ich habe keine Gewächse. Oh Gott, die schwarzen kleinen Linsen. Humorys erster Samen. Humory, du hast doch nicht, nein, bitte nicht, nein! Thank you.
meine Herren, ein Stück zum Lachen, ein Stück zum Schmunzeln, ein Stück zum Nachdenken, wenn wir es nach Hause gehen, sicher ein sehr aktuelles Stück. Wir sehen uns wieder am 13. November hier bei der nächsten Abo-Veranstaltung, wo es um Musik geht, und da habe ich eine ganz, ganz große Bitte an manche von uns. Ich muss aktuell werden, wir haben auch in Wiener Neudorf steigende Zahlen. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass am 13. November die 3-Regel hier gilt. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir eine 2G-Regel haben werden. Ich bitte deshalb die paar noch unter uns, die sich nicht impfen ließen, damit wir niemand von unserem Abo-Team verlieren, bitte gehen Sie impfen. Wir haben nur diese einzige Chance, diese Pandemie loszuwerden. Glauben Sie nicht. Unsinn, der von manchen verbreitet wird, der von manchen Sendern, von manchen Parteien, die es mich wirklich anzieht, verbreitet wird. Wir haben am 2. November noch einmal den Impfbus nach Wiener Neudorf geholt und von mir aus hole ich ihn alle Wochen noch mal her. Bitte diejenigen, die es nicht da sind oder die es noch nicht geimpft und sie nicht getan haben, 2. November, Sie brauchen nur hingehen, sich impfen lassen. Tun Sie mir den Gefallen, weil ich möchte wirklich dieses Team, das wir hier sind, niemanden von diesem Team verlieren. Bitte, dass wir alle am 13. November geimpft sind. Tun Sie mir den Gefallen. Dankeschön.